herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part unseres Pokémon Inclement Emerald Challenge Mode Nuzlocke Abenteuers. Unser Team ist Gott sei Dank nicht im letzten Part dezimiert worden. Wir hatten tatsächlich keinen Tod. Hatten aber, man muss zugeben, keinen wirklich obvious, zumindest sehenden krassen Kampf. Wir haben gegen die Familie gekämpft und zwei Ass-Trainer als Gegner gehabt. Also waren jetzt auch nicht gerade schwache Trainer. Oh mein Gott, drück halt noch 10-mal auf Remember Move. Nein, das ist auch nicht Raid Nicknames. Aber Nicknames könnten wir zur Not auch ändern. Wir wollen bitte einen neuen Move lernen. Und zwar wollen wir gerne gucken, was das Dynamo Badge so für uns aufmacht. Signal Beam schon mal. Okay. Finde ich schon mal nicht verkehrt. Hybrid könnte das sogar lernen. Maybe, I mean, ich werde jetzt vorerst erstmal keinen Rain Dance benutzen. Können wir dem mal Signal Beam beibringen, denke ich? Ampharos brauche ich es jetzt gerade nicht unbedingt, würde ich sagen. Ich finde den Power Gem da eigentlich ganz nice. Was gibt's denn noch? Wir haben ja gar nicht richtig drüber geguckt. Ich habe nur Signal Beam gesehen. Gravity gibt's noch. Seed Bomb? Okay, Psycho Cut, Icy Wind, Electro Rap, Fire Thunder, Ice Fang, Grind, Razor Shell, Revenge, Raining Kiss, Leaf Blade, Rock Blast, Softboiled, Aurora Beam, Teleport. Ich würde interessieren, wie stark ist Aurora Beam in dem Spiel? Und das kann Ampharos lernen? Okay, wieso können Elektro-Pokémon... Ist das jetzt quasi so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Ersatz für Hidden Powers, dass die jetzt da so Aurora Beam lernen können. Ich weiß nicht genau, warum. Wer kann denn Softboiled potenziell lernen? Weil Softboiled finde ich schon ein bisschen krank. Und eine Leafblade gammelt da einfach auch noch rum. Kann leider niemand in unserem Squad lernen. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es maybe Ampharos kann. Das wäre wild gewesen. Boah, und ansonsten irgendeine Zahnattacke, Leafblade maybe, irgendwer. Ich wüsste jetzt aber auch nicht wer. Dann hätten wir noch Draining Kiss, das könnte Hybrid maybe noch lernen, da könnten wir gucken. Ansonsten war da jetzt, glaube ich, nichts wirklich Krasses noch dabei. Okay, da es da sonst nichts mehr gab, gucken wir mal, ob wir irgendwelche interessanten neuen Sachen kaufen können. Es sieht aber tendenziell eher nicht danach aus, als wäre da irgendwas ganz, ganz Wildes. Wundert euch im Übrigen nicht, wenn... Quickball will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die sind sehr nice. Wenn ihr irgendwie im Hintergrund was hört, das Fenster ist momentan offen, weil es ist schweinewarm, Freunde. Und es wird sonst mega stickig wieder in diesem Zimmer. Und es ist halt Sommer, Freunde. Was soll man sagen? Es ist einfach Sommer. Da muss auch mal das Fenster offen sein. Und ich sage euch, wie es ist, der Krankenwagen... Das ist sowieso bumslaut hier, deshalb, den hört ihr, glaube ich, auch mit geschlossenem Fenster. So, und wir haben nochmal hier den richtigen Pokémon-Supermarkt, wo sogar zwei sind. Shiny Stone, Dust Stone und Dawn Stone. Das heißt, wir können jetzt offiziell alle Steine kaufen. Das ist auch sehr gut. Und hier gibt es irgendwie ein wildes neues Item. Nope. Okidoki. Free Example of Devon Corporation's new cleaning product. Rain Punch? Okay, kriegen wir jetzt damit die TM60 Drain Punch einfach geschenkt? Lol. Okay, das ist nämlich eine sehr gute Attacke. Also da sage ich definitiv nicht nein. Base 75er Power. Wir holen uns KP zurück. Kann jetzt leider gerade niemand im Team lernen, aber das mitzunehmen ist definitiv nicht verkehrt, würde ich sagen. Oh, ich glaube, wir sind gerade in das Haus gekommen. Ah, wo wir unsere EVs als auch DVs quasi. Nee, ich brauche die tatsächlich nicht erklärt. Für 100 Pokédollar I will increase a Pokémon EVs by 1. And for 1 Bottle Cap I will change 1 of Pokémon EVs to whatever you want. Okay, aber Hidden Power gibt es anscheinend in dem Spiel. Ich würde es ganz gerne mal testen. How can I help Rodeo today? Add EVs? Das sind die verteilten EVs momentan, oder wie? Das sind aber ganz schön viele schon. Jetzt, wenn ich HP mache, wir könnten die auf 252 ändern. Aber weil es zu viel hat, kann ich gar nichts mehr machen. Also, wenn ich nur 64 mache, aber weil es... Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das Ding funktioniert mit den EVs. Und da könnten wir Hypertraining betreiben. Change IVs. Wir haben 31 Attack und Speed. Und Special Attack ist auch ganz gut, nur die HP sind scheiße. Was ist, wenn ich die jetzt zu 31 ändern will? Wir geben eine Bottle Cap.
Und dann haben wir einen 31er HP-Wert auf unserem Venus. Oh. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Tali gucken will, ich würde gerne die EVs ändern. Da haben wir... Haben wir aber auch gute EVs. Wir haben echt gute Mons von den EVs her teilweise, ne? Wenn ich das zu 31 ändern will. Dafür bräuchten wir aber eine Bottle Cap. Okay, und EVs können wir also mit Geld beeinflussen. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Das kann tatsächlich sogar etwas sein, was wir im Verlauf wirklich benötigen werden. So, Themen 28... Ist 8 und... Ne, 26 ist, glaube ich, Erdbeben, ne? Wenn das jetzt Erdbeben ist, dann falle ich vom Glauben ab. Ne, ist einfach Schaufler, Base 80er Move. Okay. Brauchen wir gerade auf niemanden, aber ist auch nice to have. Und hier ist dieser Buddler. Aber ich glaube, wir kriegen hier nichts, ne? Ja. Der sagt uns nur, dass Fossilien innerhalb des Wüstenresorts vorhanden sind. Das ist eine Information, die uns erstmal recht egal ist. Und der will kämpfen. Okay, nevermind. Ich dachte, wir sind immer noch in dem Bereich, wo Trainer uns Items geben, aber meine TM dürften wir auch nochmal bekommen. Wischiwaschi gibt's hier. Level 45? Na gut, und er verwandelt sich in den Geilen. Wischiwaschi ist so cool. Ich feier den. Ja gut, ansonsten unser Ziel für heute, Meteorfälle als auch den Pyroberg, heißt er, glaube ich, zu schaffen. Ich vermute, Pyroberg ist Maximum, beziehungsweise nach Bad Lavastadt noch zu kommen. Und alles danach wäre dann ein dickes Plus, aber ich rechne eher weniger damit. Ne? Ich rechne eher weniger damit, weil ich denke, der Pyroberg wird schon eine gute Herausforderung sein. Also es würde mich stark wundern, wenn da nicht gerade... Ich glaube, da müssen wir sogar gegen Adrian ja kämpfen, wenn Adrian nicht ziemlich strong Amounts auspacken wird. Genau, hier haben wir einmal kurz Themen 05 Brüller bekommen. Ist jetzt nicht die mächtigste Themen, was soll's. Und da kommen wir, glaube ich, nicht um einen Doppelkampf herum. Ich finde aber, dass Tali und Chara eigentlich eine wilde Combination sind, wegen Discharge immer klicken und so, weil das ein Boden-Pokémon nebendran ist und so. Das sollte passen. Wir müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen Adrian... Nee, nicht Adrian. Wie heißt der andere? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der Feuertyp. Ob wir gegen den überhaupt unser... Ja, never mind. Wir sind doch gar nicht so wild, zumindest mit Ampharos aufgestellt. Eigentlich auch nicht mit Nidoqueen, wenn ich ehrlich bin. Venusaur sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Und wegen Bodenattacken, dies, das, Ananas, sieht eigentlich Bruno noch sehr nice aus. Auf jeden Fall, müssen wir halt gucken, ob wir bis an die Spitze kommen. Es kann nämlich auch sein, dass wir hier wie in Rising Ruby Alpha Sapphire gleich einen Kampf da haben. Weil normalerweise da war es nämlich so, dass, wenn man in den Meteorfällen ist, es dort einen Doppelkampf gegen Adrian, glaube ich, gibt. Plus, noch irgendwen. Ich glaube, einmal nur ein Rüpel war es. Das heißt, das ist auch nicht gerade unwahrscheinlich, dass das maybe passiert. Und da müssen wir dann wieder vorsichtig sein, ne? Weil wir sind jetzt momentan so vom Gefühl her nicht unbedingt so hoch gelevelt. Maybe lege ich eine kurze Grinding-Session ein. Aber dadurch, dass die Gegner ja mitskalieren, weiß ich gar nicht, ob sich das überhaupt groß lohnen würde. Das macht es halt immer ein bisschen schwierig zum Einschätzen. Oh mein Gott, ich habe gerade verstanden, warum die so hoch gelevelt sind. Weil unser Lumineon einfach schon so weit oben hochgezogen ist, ja. Oh my goodness, und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum das so ist. Lumineon macht uns das kaputt, weil der schon so hoch gegrindet ist. Ach du Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Uff. Hier kriegen wir unsere Profi-Angel. Okay, ich habe mich schon gefragt, wann man die denn genau bekommt. Und ich würde sagen, wir schnappen uns gleich unseren nächsten Encounter noch hier. Okay, es ist einfach nur ein Sengo. Ich vermute, es gibt hier Besseres. Also das ist wirklich... Das ist leider wirklich kein so enorm krasser Encounter. I mean, der hat es die Setup. Setup-Mons sind eigentlich ganz cool. Maybe kann man irgendwas mit seiner Ability oder so... Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem die Hidden Ability will. Okay. Er ist eher einfach direkt ausgebrochen und dachte sich, nee, Brudi, so nicht mit mir. Haben wir uns eigentlich Hyperbälle mal gekauft? Fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass wir das getan hätten, ne? Ja, wir haben jetzt nur die normalen gekauft. Wir haben nicht mal mehr Super... Doch, Great Balls sind hier. Aber Hyperbälle haben wir nicht. Das heißt, da würde ich auch nochmal gleich ein bisschen cashen gehen. Unser Zangoose hat ein Sassy Nature, also minus Speed plus. Das bedeutet, das ist eher kacke. Wir haben Immunity als Fähigkeit. Das ist auch nicht so geil. Maybe kann man da mit der Kapsel nochmal irgendwas reißen. Scheint aber normales Normal-Pokémon zu sein. Schade, dass es nicht wie ein Blazing Emerald hier eine Custom Evo gibt, die absolut krank ist mit 150 Base Attack. Aber hey... Schaut euch Blazing Emerald an, sehr gutes Projekt von mir. Ah, wir kriegen von dieser komischen Dame Puppen.
cool. Ich meine, also dieser Murzelpuppe nehme ich actually mit. Die ist sehr fancy, die feiere ich. Und hier hinten gibt es auch nochmal Beeren. Wir haben inzwischen echt viele Beeren. Ich weiß auch gar nicht, wofür die teilweise... Okay, das ist eine Castle Berry. Ich glaube, das war Anti-Gift. Also es gibt schon ein paar nützliche Beeren, aber ich glaube, wir haben auch ziemlich viel, was nur so für Poke-Knusp oder Poke-Riegel sind das ja hier noch. Ich glaube, Riegel. Oder das hier. Das ist eine Cobra Berry? Das ist ein fancy Design, muss ich sagen. Also auch, ich glaube, das sind neuere Beeren-Sprites, ne? 100%. Da auch wieder... Unfassbar geil, dass man sich an sowas gesetzt hat. Wirklich krass geil. Ui, hier liegt einfach die TM 45 Psychoschock herum. Das ist eine ziemlich starke TM, du. Also, die nehmen wir gerne mit. Ansonsten habe ich die Trainer hier drüben schon besiegt. Die waren jetzt alle nicht allzu schwierig. Dann gucken wir jetzt mal, was wir hier so weitermachen. Wie gesagt, ich vermute sehr stark, dass wir einen Team Magma-Kampf haben gegen Schieß mich ab, wie sein Name ist. Und dann am Pyroberg sind wir auch nochmal, also da kommen jetzt leider schon ein paar Kämpfer auf uns zu, wo ich sage, oh, das kann schwierig werden. So, dann ab in die Meteorfälle. Dort gibt es ja zum einen einen Encounter für uns, zum anderen höchstwahrscheinlich ein Item, was ist? Ah, komm mit Schade, ist wahrscheinlich Sternenstück, vermute ich. So, unser Encounter hier drin ist, bitte kein, oh, genau... Genau sowas wollte ich eigentlich nicht sehen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Genau dieses Pokémon wollte ich gar nicht sehen. Ich finde Sonnenfee und Lunastein so kacke. Es tut mir sehr leid, aber ich finde die Pokémon echt nicht cool. Solar Blade kann der, okay. Das ist actually ein bisschen wild. Ich meine, maybe haben die irgendeinen coolen Buff bekommen. Das kann schon sein. Aber am Ende des Tages... Weiß ich nicht. I mean, maybe für den nächsten Orden würde ich mich gar nicht mal so beschweren, weil es gibt ja auch so Kamerupt und sowas. Da ist Sonnenfee, denke ich, ganz gut. Wobei, ich glaube, overall wäre sogar Lunastein trotz allem besser. Aber ich sag mal, ist ein Mon, was man für den nächsten und eigentlich auch für den übernächsten Orden benutzen kann. Das okay. Also ich habe keine Hyperbälle gekauft, ich Idiot. Ich bin mir aber auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass im normalen Spiel der Boy definitiv kein SD kann. Das ist neu. Das macht Sonnenfee tatsächlich wirklich gut. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob hier irgendwas passiert. Ja, er sagt tatsächlich, wir sollen zusammen kämpfen. Okay, aber es ist tatsächlich kein Dings. Wir sind begrenzt auf eine bestimmte Mon-Anzahl. Okay, da das wahrscheinlich Feuer als auch so Zubat-Zeug sein wird, sind, denke ich, Lumineon, Nidoqueen und Ampharos die besten. I mean, wir könnten noch... Ich habe gerade überlegt, ob wir Kranma wegen Rock Blast reinnehmen, aber ich denke, das ist fein. Boah, habe ich keinen Bock auf diesen Doppelkampf, ne? Wir kriegen Blaziken, Starmie und Mimikyu dazu gestellt. Okay, das ist, glaube ich, tatsächlich aber ein echt gutes Team. Zumindest von den Monstern, die uns daneben gesetzt werden. Ist das Sonne mit Flammenblitz, der Manitan? Okay, es ist nicht Sonne, aber es ist Excadrill plus Ninetales. Jetzt hätte ich natürlich furchtbar gerne den Raindance, weil wahrscheinlich die Dürre aktiviert wird. Ja, das dachte ich mir leider. Raindance wäre jetzt actually gottgleich geil. Ich denke trotz allem, dass die sich maybe ein bisschen auf Blaziken in der ersten Runde versteifen werden, weshalb ich einen Quiverdance raushören würde. Es kommt Call Mind von Ninetales. Okay, das ist gefährlich, gerade weil der Solarstrahl es abfeuern kann. Sky Uppercut kommt, das könnte maybe straight up ein totes Excadrill sein. Oder knapp überleben, überlebt leider knapp. Ich glaube, Feuerattacke wäre sogar besser gewesen. Drill Run geht sogar auf uns, das finde ich gar nicht so gut. Das macht sogar richtig guten Damage. Ach du Scheiße. So, jetzt sollten wir aber das schnellste Mann auf dem Feld sein. Blaziken könnte einen Speedboost haben. Das heißt, dann ist der wahrscheinlich schneller. Die sind beide halt schneller als ich gewesen. Deshalb finde ich das gar nicht so geil. Von dass wir nur drei Pokémon benutzen dürfen, ist tatsächlich echt nicht gut, ne? Wir könnten hier actually wipen. So, wir Bubble Beamen Excadrill. Damit der schon mal safe weg ist. Weil gerade dadurch, dass wir einen Ampharos in the back haben... Will ich den definitiv dann nicht haben. Also allgemein, Ninetales auch mit einem Core Mind Intus ist echt nicht so... Oh! Boah, warum hittet diese Hypnose? Das ist auch nicht geil. Das ist ganz und gar nicht geil, dass die gehittet hat.
Weil der hätte jetzt, also Sky Uppercut hätte so viel Damage auf Ninetales gemacht. Wer kommt jetzt noch links? Shift Re. Okay, den müssen wir angreifen. Aber da haben wir einen Signal Beam für. Da haben wir einen Signal Beam für. Das ist sehr, sehr gut. Der könnte halt Chlorophyll haben und dann ist er schneller und nimmt uns raus. Aber wir hätten Signal Beam dafür. Die Frage ist, bringt es mir was zu wechseln? Eigentlich nicht wirklich. Ich kann hier nicht riskieren zu wechseln. Weil wenn beide mich fokussen, bin ich weg. Air Slash kommt von Shift Re auf Blaziken. Das ist actually gut. Ein sollte Blaziken zumindest leben, ist natürlich ein Crit. Aber immer ein Großbrand-Range für Blaziken. Und eine Zitrobeere zum Fressen vermutlich. Aber ja, das ändert nicht wirklich was. So, wir sind schneller und Signal Beam sollte Shift Re rausnehmen. Also auf plus 1 vor allem, erst recht. Okay, sehr gut. Weil ich sag, dann lassen wir auch ein bisschen die Dürre ablaufen. Das ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Nein, das geht auf den zweiten CM. Das ist nicht gut. Das ist ganz weit weg von gut. Ganz, ganz weit weg. So, wer kommt jetzt rein? Sonnenlicht ist natürlich immer noch stark unterwegs. Das ist das letzte Mal, glaube ich, für die linke Seite zumindest. Weezing. Ich glaube wirklich, dass unironisch mein bester Move und auch Play hier ein Air Slash auf Weezing ist. Wir könnten auch in Nidoqueen gehen, aber wobei eine Feuerattacke fangen wir nicht wirklich gut ab mit dem. Ich glaube zwar eher, dass wenn Solarstrahl kommt, Flinch wäre jetzt nice, Solarstrahl kommt, aber auf Blaziken. Ja, auf plus 2 lebt er das, glaube ich, nicht mehr. Ja, das dachte ich mir. Und dann kommt wenigstens ein waches Pokémon rein, Mimikyu oder Starmie. Starmie ist natürlich nice. Und wir kriegen keinen Flinch! Sehr, 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 sehr gut. Okay, Lumineon holt jetzt hier das Maximum raus, was geht. Wir gehen weiter auf Air Slash, weil auch Vulnona flinchen ist. Nice, sollte Starmie sich dazu entscheiden, Weezing rauszunehmen. Aber ich glaube, wir sind schneller als der. Ich glaube trotzdem, dass eine Seite... Oh, wir sind nicht schneller. Das ist sogar wirklich gut, dass Starmie schneller ist. Weil dadurch ist Weezing weg und wir haben jetzt die Chance, Ninetales zu flinchen und können uns jetzt komplett auf die rechte Seite stürzen. Starmie sogar will das Life-Hop-Set. Maybe greift er sogar das Starmie an. Das fände ich gar nicht so geil gerade, deshalb hoffe ich auf einen Flinch. Schade. Und er geht auf Starmie. Okay, Starmie ist jetzt auch weg. Wobei Mimikyu den auch physisch angreifen kann. Also ist das auch nicht so verkehrt. Die Frage ist, wechseln wir jetzt in unser Nidoqueen, damit wir den physisch mit einer Stärke angreifen können? Oder was ist unser Plan gleich? Maybe müssen wir... Ich glaube aber, wir müssen lieber auf Flinches plus Lumineon einfach bleiben. Ich glaube, es ist zu risky, hier zu wechseln. Kriegen leider keinen Flinch. Jetzt kommt Mystical Fire. Und das aber auch nur auf Mimikyu. Das ist sehr, sehr gut. Also momentan versucht er, glaube ich, die andere Seite wegzubekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, Dürre dürfte jetzt langsam mal weg sein, oder? Ja, es war guter Damage. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Das ist jetzt ein bisschen risky. Wir gehen jetzt auf einen weiteren Quiverdance, weil ich Shadow Sneak von Mimikyu predikte, damit wir noch einen Setup-Move rausbekommen. Oh mein Gott! Das ist strong. Weil ich glaube, das Mon wird nicht direkt reingeschickt. So sieht's aus. Plus 2, plus 2, plus 2 Lumineon ist am Start. Oh mein Gott, wenn wir hier Deathless durchgehen, ne? Es gibt hier halt... die Dürre geht ja gar nicht zu Ende, weil Perma... Ich weiß nicht, ob die Gen 3 Mechanik bleibt, dass hier Perma-Wetter ist. Und es kommt Houndoom. I mean, wir haben jetzt quasi einen normalen Blubstrahl, der nicht mehr abgeschwächt ist. Der sollte guten Damage machen. Und maybe fokussiert sich Houndoom auf das Mimikma. Plus weiß ich gar nicht, ob Houndoom... Ja, der kann wahrscheinlich Solarstrahl uns rausnehmen kann. Aber Mimikyu ist eigentlich schneller als der. Ist er nicht. Solarstrahl kommt mit einem Grass Gem. Dann war es das mit Lumineon, glaube ich, wenn das auf uns geht. Ich glaube, das war es leider mit Lumineon. Was sehr deprimierendes. Ja, come on. Warum ist das auch Grass Gem? Aber Lumineon hat einen großartigen Job hier gemacht. Warum Mimikma? Warum greifst du das Ding nicht einfach an? Jetzt mal kurz Spaß beiseite, ne? Greif doch dieses Scheißviech an. Man hätte überlegen können, ob man den Ampharos wechselt, aber er hätte auch einfach Finsteraura spammen können. Das ist halt die Sache. Ich denke, wir holen Nidoqueen hier rein. Wobei auf der anderen Seite, Ampharos hätte die Feuerattacke auch resistiert. Aber jetzt ist, glaube ich, zu spät. Hitzewelle, das ist immer ein Split-Move, aber in der Sonne wird das auch wehtun. Geht. Also haben wir noch... Oh! Nein! Oh, der hat eine Lumberry. Okay, ich wollte gerade sagen, weil auch wenn das mein Partner ist, will ich ja trotzdem, dass der mich supportet. Mein Partner supportet mich gerade insane. Wow. Setup sich mit Mimikma, bis das Ding nichts mehr machen kann. Super. Mega geil. Mega sympathisch von dir, Maike. Danke dir. Danke für deinen großartigen Support. So, 49 für Nidoqueen. Sunlight is strong. Und es kommt jetzt wer rein? Was ist das letzte Mon?
Kuroko. Nein. Warum Krokodile? Nein! Wow, jetzt können wir das wirklich noch verlieren. Ich pack's nicht. Gehen auf den Brick Break Crit. Okay, der ist schneller, dann ist alles gut. Plus 3 sollte den killen. Oder? Oh Gott sei Dank. Der hat nämlich mit Erdbeben alles fertig gemacht. Also ich glaube, ja, wobei Split Move technisch hätte vielleicht Queen noch was überlebt. Dann hätten wir nochmal einen Brick Break rausbekommen. Ampharos hätte einen überlebt. Dann hätten wir irgendwie mit Para-Shenanigans von Dings arbeiten müssen. So haben wir tatsächlich nur einen Mon verloren. War ein bisschen lucky. Wir haben Gott sei Dank auch Glück gehabt, dass Knuller gehittet hat. Das hätte auch nochmal mies ausgehen können. Aber so haben wir das überstanden. Wir brauchen halt jetzt ein neues Wasser-Pokémon, aber ich denke, wir werden einfach, weiß ich nicht, Entoron oder so reinnehmen. Ich muss mal gucken, wen wir nochmal alles da haben. Ich habe, also Entoron habe ich noch im Kopf. Seper habe ich noch im Kopf, aber Seper würde ich ungern, würde ich gerne warten. Seper würde ich... Bin ich jetzt einfach in Random Encounter rein? Ja, ist einfach nur Random Encounter, okay. Bei Seper würde ich gerne warten, weil den will ich auf jeden Fall für die Arena am Leben behalten. Lumineon, ich bin ehrlich, dafür, dass du ein freaking Lumineon bist, hast du einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich bin unironisch stolz auf das Ding. Wenn jetzt die Wahl zwischen Golking, Entoron, Kapaloris, der keine Resistenz ist, und Sidraking, wo ich neulich das Item habe, ich würde momentan zu Entoron tendieren. Und dann leveln wir den mal hoch und dann... Und dann gucken wir mal, was wir mit dem so reißen können. Hoffentlich können wir überhaupt was mit ihm reißen. Ich hoffe es sehr. So, ich habe ein Pokémon nachgezogen und habe mich für Entoron entschieden. Und das war eine gute Entscheidung, denn Entoron ist hier vom Typ Wasserpsyche, was cool ist. Ich glaube auch, dass der einen Attack-Buff bekommen hat, weil ich weiß nicht, wie die Ausgangswerte von dem sind. Aber er hat eigentlich guten Speed, guten Special-Attack und guten Attack. Deshalb hat er auch so ein bisschen Mixed-Moves. Aquatail, Psyshock, Low-Sweep und Hydro-Pump. Also... Ich bin ehrlich, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit meinem Entoron. Der hat sogar mehr Special Attack als Bisafloor. Der hat gute Stats, muss ich sagen. Zumindest offensiv gesehen scheint Entoron tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, eine Wucht zu sein, aber wirklich gut zu sein. Und ein Psycho-Pokémon hat uns eh noch gefehlt. Das heißt, passt einfach perfekt rein. Und offensichtlich kriegen wir keinen Meteorit, also... Dragon haben können. Oh mein Gott. Okay, TM 59 Drachenpuls dafür bekommen. Immerhin etwas. Ist eine wirklich gute TM, denn jetzt hat unser, ich hoffe zumindest, dass Ampharos das gleich lernen kann. Unser Ampharos auch mal eine wirklich gute Drachenattacke. Könnte sogar Pikachara auch lernen, aber wir brauchen es, denke ich, erstmal nur auf Tali. So ein wildes Team, ne? Ich benutze, also Entoron habe ich noch nie benutzt, Lumineon benutze ich, also in dem Run werden ganz, ganz weirde Wasser-Pokémon anscheinend benutzt. Das ist auch eine interessante Geschichte. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall aus der Höhle rausgehen. Ich guck mal, da sind noch ein paar Trainer, die werde ich noch klatschen. Und dann werden wir wahrscheinlich den Pyroberg hinaufbrausen. Kleine Randinfo für euch. Wir bekämpfen gerade noch Groink. Trainer auf dem Bereich waren alle sehr gut machbar. Musste Entoron zwar recht oft rauswechseln, aber ist okay, ist okay. Es ist nicht so schlimm. Entoron ist halt ein bisschen fragil. Hält jetzt nicht so viel aus. Also bei stärkeren Pokémon wie zum Beispiel Machomai bin ich dann doch auf Nummer sicher gegangen und habe dann ein paar Mal gewechselt, weil... Ja, ich muss jetzt Entoron nicht direkt wieder richtig früh verlieren. Ich denke, das ist irgendwo verständlich. Weil das wäre schon irgendwie deprimierend. So, ich glaube, hier können wir momentan noch nicht wirklich was nachholen. Ich denke, sobald wir Surfer haben, werden wir mal einen großen Hey, wir gucken alles nach Part machen. Weil ich denke, es gibt hier schon einige Orte und Höhlen und alles, was wir auch schon an neueren Orten entdeckt haben, die wir vielleicht dann nochmal ein bisschen inspizieren wollen, auf jeden Fall. Oh! Ich dachte, wir kriegen von dem Typen hier einfach nur ein weirdes Item, aber wir haben gerade den Agroniten von ihm bekommen. Den Mega-Stolosniten, also den Stolosniten halt einfach nur. Sympathisches Kerlchen, würde ich sagen. Sympathisch. Dann machen wir uns mal auf zur eigentlichen Mission, nämlich das Chansey zu retten. Beziehungsweise halt auch den Meteoriten zu holen. Gibt ja mehrere Dinge, die wir da oben machen sollten. Ich hoffe, was cool wäre, dass das Chanera, das da oben ist, uns heilen würde. Dass es deshalb da oben dann steht. Dass das quasi so die Lore ist, warum da einfach random in Anführungsstrichen das Chanera steht. Das fände ich sehr cool, aber das sieht gerade nicht so aus. Nee. Nein. Okay. Offensichtlich tatsächlich nicht. Okay, hier ist schon ein Vorstand. Wir gehen nicht in den Doppelkampf rein. Das tue ich mir
garantiert an dem Punkt nicht an. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie stark ist Team Magma. Gerade weil das, oder ist das ein Vorstand? Nee, das ist ein ganz normaler Grunt, nevermind. Weil das sind immer so ein bisschen auch die Vorstand-Sprites. Deshalb ging ich davon aus. Cloud 9 kann im Übrigen auch auf Entoron sehr nice sein für Orden 4. Deshalb, ich würde eigentlich ganz gern dieses Entoron tatsächlich behalten. Also der muss jetzt wirklich nicht sterben, ne? Ich bin jetzt nicht der größte Entoron-Fanboy auf diesem Planeten. Sogar sehr weit entfernt. Eigentlich mag ich Entoron gar nicht so gern, aber... Oh, natürlich hat er Sucker Punch. Jetzt gerade habe ich ihn sehr lieb gewonnen, muss ich sagen, durch seine Verbesserung. Also, es sieht zumindest nach verbesserten Werten aus. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare... Können wir ja nachgucken im Pokédex, ich Dödel! Wir können ja gucken. Ich vergesse es immer wieder, dass es ja jetzt im Pokédex drin steht. Ah, dann gucken wir das doch direkt mal nach, ob wir hier in irgendeiner Form einen krassen Buff auf dem sehen. Nein, nicht bei Pokémon. Jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Wir können Select drücken für Search. Dann würde ich gerne searchen. Kann ich den Name? Ich würde gerne einen DEF. Und ich hätte gerne den Typen Wasser plus Psycho. Hier haben wir immer... Ja, deshalb gehst du auf Feuer. Und Psycho. Also, da das anscheinend ein geupgradeter ist, müsste der ja jetzt eigentlich Entoron finden. Oder auch nicht. Hä? Aber weil es Golduck heißt, maybe, ist das das Problem? Ja, weil der Golduck heißt, ich Dödel, okay. So, wir gucken uns mal die Stats an und da sehen wir 102 Attack, 105 Special Attack, 80 Speed, 85 Speed. Ich glaube, der hat eigentlich nicht so viel offensives Potenzial. Oder könnte sogar Me First plus Aqua Jet. Der hat ein paar Attacken, die ich ihm... Sein Headbutt auch nice. Wo ich gerade überlege, ob ich ihm die noch beibringen soll. Also gerade Aqua Jet als Prio eigentlich nice, aber... Eigentlich bin ich sehr zufrieden damit, dadurch, dass er so schnell ist. Also 85 ist zumindest gefühlt für mein Team zumindest recht schnell. Würde ich ihn jetzt ungerne eigentlich noch Aqua Jet beibringen. Weil ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir so zwischen einer starken physischen Wasserattacke und einer starken speziellen Wasserattacke aussuchen können. Finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Deshalb bleiben wir da erstmal so. Was hat der zweite Rüpel? Ich meine, der erste Rüpel war ja nicht so schwierig, aber ist ja auch kein Vorstand, muss man sagen. Ist ja ein ganz normaler Rüpel. Ist ein ganz normales Golbat, okay. Scheint jetzt keine Übermacht zu sein. Okay, da der Rüpel super einfach war, brauchen wir da nicht lange drüber reden. Jetzt dürfte aber eigentlich der Vorstand, glaube ich, kommen. Und das könnte schon ein etwas interessanter Kampf werden. Okay, Tabitha mit der Giga... Oh, der hat echt viele Pokémon. Mit Gigalith plus Sandstream. Okay, aber Sandstream dürfte ja egal sein, dank Cloud 9. Das bedeutet, meine Hydropumpe wird den ziemlich sicher rausnehmen. Wisst ihr, da setzt man zum zweiten Mal das ein und schon... Oh, Tarnsteine gefallen mir fall gerade gar nicht. Und eine Anti-Wasserbeere? Das gefällt mir gerade alles nicht, was hier passiert. Das wird er jetzt natürlich überleben, ja klar. Wenn er jetzt noch eine Steinkante raushaut, wird es schwierig. Ladungsstoß? Hä? Schade, Entoron. Du warst lange im Team. Und ich weiß noch, als ich sagte, ich fände es cool, wenn du da bleibst. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute noch in den finalen Bosskampf gehen. Zumindest von diesem Pyroberg. Ist das... Ist Brokolos irgendwie spontan speziell geworden? Dass dieser Ladungsstoß auch reicht? Weil... Und 50 ist übrigens Level Cap, sehe ich gerade. Wie kann das sein? Der muss sich... Oh, nicht der Manitan. Der muss sich ja in irgendeiner Form verändert haben. Boah, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, jetzt müssen wir das abwerfen. Ich glaube, wir müssen Granma abwerfen. Oder Bruno. Eigentlich finde ich beide scheiße, weil danach müssen wir Tali reinschicken. Chara reinschicken. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Also ich... Ich glaube, Bruno ist jetzt für den nächsten Orden nicht so gut. Bis Bruno mal wieder wirklich gegen einen Arena-Leiter zumindest nützlich sein wird. Und er hat gerade Quiver Dance gelernt. Aber ich...
Ich glaube auch im Anbetracht von der Bulkiness und allem, ich glaube, wir müssen Bruno abwerfen. Ich meine, der Speed, maybe ist es ein Fehler, weil wir den Speed noch bräuchten und gerade mit Tarnstein ist das... Warum drückt er seinen Headbutt? Ich meine, dann wäre Nidoqueen eh ganz schlimmer Switchout. Nevermind! Er drückt einfach seinen Headbutt, weil es halt auch einfach reicht. Weil es halt einfach reicht. Ich weiß nicht, ob Nidoqueen einen lebt. Das heißt, wir müssen sogar hier erst Tali rein. Oh mein Gott, ich glaube, der zerdeppert mir mein ganzes Team. Ich glaube, wir versuchen mit Voidwechsel den am Leben zu erhalten, maybe. Oder einfach Power Gem klicken und hoffen, dass es reicht. Wir haben halt nichts, was schneller ist. Wir haben halt Chara, die wahrscheinlich einen Move überlebt. Ich glaube, ich gehe auf Power Gem. Ich hoffe einfach... Drückt weiter sein Headbutt. Ist der Bandit? Das könnte noch sein. Okay, Static triggert leider nicht. Jetzt hätte ich gerne einen Switcher in Tukanon, also Bolt Switch into Tukanon gemacht. Ha, reicht leider ganz knapp nicht, das dachte ich mir. Ich glaube, wir müssen Tali hier sacken. Aber eigentlich will ich Tali nicht sacken, bin ich ehrlich. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Aber... Wir kommen nicht gut ansonsten... kommen sowieso hier nicht gut raus. Wir hätten Road switchen sollen. Road switch wäre immer der Play gewesen. Oh, den hätte er missen können! Ja, und damit war es das auch schon wieder mit Ampharos. Wir müssen halt Tukanon danach reinschicken. So, like, wen soll ich sonst reinschicken? Nidoqueen ist zu wichtig. Und Dalpoko... Ja, ich... Also, was wir machen können... Passt auf, wir schicken Nidoqueen rein. Baiten ihn auf den Zen Headbutt. Was wir jetzt mit dem Switchout machen, Sandsturm bleibt ja da, Gott sei Dank. Und hoffen, dass wir mit Granma jetzt einfach irgendwie den Zen Headbutt leben, gegen irgendwie das danach roosten können. Aber der zerfetzt uns das ganze Team weg. Der fetzt uns gerade das ganze Team weg. Oh, so eine Scheiße. Ja, das leben wir halt und Sandsturm tötet der Manitan. Und ich kann ein bisschen besser auf das nächste Mon reagieren, das kommt. Boah, der Manitan ist immer so ein Ranzki. Ich hasse es, gegen das Viech in Nasox zu spielen. Der zerfetzt die eigentlich immer mindestens ein. Der zerfetzt die immer Minimum ein. Steelix. I mean, dagegen kann ich actually versuchen zu roosten. Würde ich jetzt tatsächlich versuchen und dann irgendwie Venusaur gut reinbekommen. Ich habe keine Ahnung wie. Rockslide kommt, genau. Dann gehen wir nochmal auf Roost. Und dann schicken wir, denke ich, Venusaur rein. Venusaur wird den dann seeden, beziehungsweise... Boah, wir können nicht... Ne, wobei, wir können nicht mal Synthese klicken, fällt mir gerade auf. Weil, er ja... Okay, er misst den Iron Tail, das ist gut. Weil ja Sandsturm draußen ist, wir können uns nicht mal mit Synthese gegenheilen. Der hat Steinhagel gezeigt, Eisenschweif, du wirst sicher im Boden angefahren. Ich glaube, wir müssen Bullet seeden. Und irgendwie ein bisschen Damage da lassen. Ja, das ist halt so... Er ist halt so freaking wenig Damage. Aber wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Damage, damit Nidoqueen sicher mit der Erdkräfte one-shotten kann. Und hiernach könnte man dann überlegen, ob man in Nidoqueen geht. Weil ich nicht weiß, ob das überhaupt reicht. Ich glaube, eigentlich würde ich nochmal gerne Kugelsaat drauf bekommen. Aber das können wir sogar machen, weil Steinhagel tatsächlich gar nicht so viel Damage macht. Tatsächlich geht das vom Damage her. Das heißt, wir... Nein, der hat keine Überreste. Oh Gott. Nee, dann müssen wir direkt wechseln. Dann bringt uns das nichts, weil bis wir jetzt wieder roosten, ist der wieder so fit, dass uns das gar nichts bringt. Wirklich gar nichts. Es kommt sogar ein Eisenschweif, der misst. Das ist gut, dass der misst, weil hätte der getroffen, wäre mega kacke gewesen. Ich glaube nicht, dass eine Erdkräfte reicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir maybe ein Erdbeben leben. Mit einem ganz großen Maybe. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Ja, das macht halt so wenig. Leck mich am Arsch. Bitte leb ein Erdbeben, bitte Nidoqueen. Steelix ist jetzt offensiv nicht so krank. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Weil wir können uns auch nicht mit Venusaur heilen. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Ich hoffe einfach, wir können mit Grass Pledge den rausnehmen. Ansonsten wird es schwierig und dann kommt ja noch ein Pokémon. Das ist das Problem. Das ist halt das große, große Problem. Das reicht ganz knapp nicht. Mist! Nein, er hittet die Scheiße!
Das ist so viel Damage. Es ist so fucking viel Damage. Ich meine, wir sind jetzt in Overgrow-Range. Das ist ganz cool, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie was bringt. Es kommt auf das letzte Mon jetzt nochmal an, was da kommt. Ansonsten wipen wir hier potenziell einfach. Und müssen uns einen neuen Squad aufstellen. Worauf ich eigentlich wenig Bock hätte, wenn ich ehrlich bin. Einen Sandsturm sollten wir noch leben. Okay, und es kommt. Blitzcore, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Der drückt Schaufler. Warum drückt der... Warum drückt der... Warum drückt der Schaufler? Oh, dann hätte ich wechseln können oder Synthese drücken. Irgendwas. Ich weiß nicht, ob Tukanon noch mal Tarnsteine lebt. Ich weiß es nicht. Der ist... Oh mein Gott, der ist badly poisoned. Ich glaube, wir leben sogar noch mal Tarnsteine. Ich weiß aber nicht, ob wir gegen Blitzcore gewinnen können. Also ich muss jetzt natürlich Ruhrort klicken. Bleibt mir keine andere Wahl. Gott sei Dank kann er mich mit Dick hier nicht treffen. Aber das sieht nach einem Wipe tatsächlich aus. Das sieht leider nach einem Wipe aus. Weil ich kann halt nichts machen. Was soll ich machen? Ich kann nochmal roosten. Okay, er kann nur in Anführungsstrichen Wing Attack. Das Problem ist, dass der Sandsturm mir halt kontinuierlich Damage gibt. Das ist halt das größte Problem an der ganzen Scheiße hier. Und dass das Ding halt auch Aufheber hat. Das heißt, der heilt sich auch noch. Während wir uns auch heilen. Wir haben jetzt nicht mehr so oft Roost. Wing Attack kommt nochmal. Ich wundere mich, dass er das nicht geht. Nein, das ist jetzt... Das kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Diese Scheiß-Crits. Die kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Weil irgendwie... Boah, weil dann hätten wir mit Venus so irgendwie Synthese gedrückt. Hätten den vielleicht irgendwie keepen können, aber hätte er Wing Attack gedrückt, wären wir einfach weg gewesen. Das ist doch alles Scheiße, ist es. Mann. Ich überlege halt auch gerade, was ich hätte anders machen sollen mit dem Squad. Gibt eigentlich nichts. Dass wir halt auch Steelix jetzt nicht gewonshottet haben, auch wieder mega kacke. So, jetzt kriegen wir einmal einen Drill Pack raus. 145, okay, macht 44 KP die Wing Attack. Viel zu wenig Damage, das verlieren wir. Da brauchen wir nicht drüber reden, das verlieren. Das ist verloren. Wir wipen. Wir wipen. Dann guckt euch an, wie viel der sich jetzt heilt. Ja, viel zu viel. Dafür müssten wir jetzt irgendwie zwei Crits of Doom quasi landen. Und nicht mal das bringt mir was, weil nach dem nächsten Sandsturm sind wir weg. Ja. Ja, das bedeutet, wir haben keine Pokémon mehr. Und müssen damit neu antreten. Wir haben ja Gott sei Dank die Regel aufgestellt, sollte ich einmal komplett wipen, darf ich mit Pokémon auf der Box weitermachen. Was an dem Punkt mehr als nützlich ist und wir auch machen müssen. Ich habe nicht gedacht, also ich habe mir gedacht, es kann gut sein, dass wir hier einen Mon verlieren. Aber ich habe ehrlich nicht gedacht, dass wir unser kompletten, also dass unser komplettes Team da drauf geht. Wir hätten maybe irgendwie mit Ampharos Volt switchen sollen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir hätten besser machen können. Ich dachte auch, der Flammenblitz mit seinem Darmanitan. Dann wäre es auch besser gewesen. Ja. Das soll es dann mit dem Part gewesen sein. Er hat eine Wendung genommen, wie ich sie nicht erwartet habe. Ich dachte vielleicht Maxi oder so. So hieß der Typ. Nimmt uns raus, aber nicht der Vorstand. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal bei der Rache mit einem neuen Team gegen den Vorstand. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Bis dann und ciao. Bye, bye.